Den Schlussspurt der Meisterschaft des STW Cups in Salzburg auf dem Hochgeschwindigkeitskurs. Noch 270 Punkte insgesamt zu gewinnen übers Jahr. Und alles läuft jetzt natürlich auch auf interne Hilfen hinaus bei Audi und BMW für die Titelkandidaten Emanuele Pirro und Steve Sofa. Zunächst der Start für den Sprint über 13 Runden. Und da gibt es dann gleich im Verfolgerfeld eine Rauferei, die mal wieder endet mit einer der berühmt-berüchtigten Startkarambolagen auf diesem Kurs hier in Salzburg. Das kennt man bereits, das gab es schon öfter, so 1988 bei der DTM, die da letztmals gastierte. Da musste gleich viermal gestartet werden, bevor dann endgültig gar nichts mehr passiert. Es gab nämlich keine Autos mehr. Eine ganz kritische Geschichte hier in Salzburg, die lange und vor allem schmale Start- und Zielgerade. Und hier haben wir den ersten Pulk, der der Karambolage entging, mit Steve Soper ganz vorn, Armin Hane dahinter. Und da die Habaristen Ivan Capelli im Nissan mit den gelben Rückspiegeln. Dahinter steht der BMW von Alex Burgstaller. Und jetzt sehen wir, wie das Ganze passiert ist. Karl Wendlinger im Werks-Audi wollte sich in eine Lücke hineinzwängen zwischen Capelli im blauen Nissan und Burgstaller im weißen Werks-BMW. Das ging nicht gut. Capelli hat seine Spur auch ein bisschen verlassen. Es gab die Kollision mit der gesamten Folgereaktion, die Sie hier nun sehr eindrucksvoll sehen können. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Der sogenannte Startcrash, so einige Meter nach dem Schalten der Ampel auf Grün. Aufräumarbeiten auf der Piste, man konnte dem Abbruch entgehen durch den Einsatz des sogenannten Safety Cars. Hier zwei der Habaristen auf dem Weg zurück zur Box.